Willkommen zu Harvest Moon, eine Welt auf der Nintendo Switch. Wir werden dieses Spiel mal antesten. Ich werde schauen, wie es mir gefällt und wie es bei euch ankommt. Und dementsprechend wird es entweder in unser Programm hier aufgenommen oder eben nicht. Das werden wir dann sehen. Ich hatte die Wahl zwischen Harvest Moon und den neuen Story of Seasons, heißt das so? Ja, ich glaube schon. Und ich habe mich für Harvest Moon entschieden, aus dem einfachen Grund. Es hat die deutlich schlechteren Bewertungen bekommen. Und ich bin neugierig, ob diese berechtigt sind. Ich habe den Vorgänger ja auch recht ausführlich gespielt, meistens privat. Ein paar Folgen hatte ich hochgeladen, hatte es hinterher sein gelassen, nachdem zum einen die Klickzahlen fast auf Null waren und ich dann irgendwann mal auch anfing, Animal Crossing zu spielen. Und jetzt ist aber das Projekt Animal Crossing für mich größtenteils beendet. Ich werde hin und wieder mal noch ein paar Folgen hochladen, aber nicht mehr so viel. Ich habe genug Zeit diesem Spiel gewidmet. Und es wird Zeit für ein neues Spiel, was in diese ähnliche Richtung, sage ich mal, grob geht. Und das ist Harvest Moon, eine Welt. Einfach nur eine Welt, nicht eine neue Welt, eine schönere Welt, eine bessere Welt. Einfach nur eine Welt. Dann gehen wir mal auf ein neues Spiel, weil Fortsetzen ist ja nicht möglich. Wir spielen ein Mädchen. Ich spiele mal ganz gerne Mädchen bei solchen Spielen. Ich weiß gar nicht, wieso. So. Ich finde die grauen Haare eigentlich sehr schön. Aber wir bleiben mal bei grün. Ist mal was anderes. Augenfarbe. Machen wir mal auf, ja. Ich sag mal auf rot. Das war's schon. Und natürlich heißen wir nicht Claudia, sondern ich nenne mich, wie ich immer jeden weiblichen Charakter nenne. Und zwar so, wie meine Katze heißt. Und meine Katze heißt Melody. Genau. Und mein Geburtstag, da mache ich meinen richtigen Geburtstag. Und zwar den 12. im Sommer. Spielstart mit diesem Profil, jawohl. Starten bitte. Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geschaut. So grob. Ich muss mal die Uhr hier hinstellen. Ich habe ja so einen kleinen Wecker. So, hier sind wir und wir haben ein sehr kleines Zuhause. Vor langer Zeit erblühte eine Welt reich an Rohstoffen unter dem Schutz der Erntegöttin. Große wie kleine Kreaturen streiften durch ihre grüne Landschaft. Obst und Gemüse gedieh das ganze Jahr über in Hülle und Fülle. Die Bewohner lebten in Frieden und Harmonie, dankbar für den Segen der Erntegöttin. Sie fischten bei Tagesanbruch, arbeiteten auf den Feldern, kümmerten sich um das Vieh. Die Tage waren stets geschäftig. Und dennoch war jede Aufgabe nötig, um ein Leben in Wohlstand zu führen. Oh Melody, kommst du kurz zu mir? Bewege deinen Charakter, linker Stick, spreche mit einer Person, A-Knopf. Okay, da sind wir. Also Grafik ist ja im Vergleich zum Vorgänger nicht wirklich anders. Uns gehen langsam die Kartoffeln aus. Würdest du mit Doc weitere suchen? Es wäre toll, wenn du noch etwas anderes als Kartoffeln zu essen finden würdest. Aber sei vorsichtig, da draußen, hörst du? Komm heil zurück. Ja, das mache ich doch. Ich möchte mich hier nur mal ein bisschen bewegen.
So, hier sind wir. Und das ist Doc Junior. Hust, hust. Oh, wie seltsam. Ich war mir so sicher, dass die Verdrahtung richtig war. Was ist passiert? Oh, du bist's, Melody. Oh, neues Saatgut. Was für ein Tag. Steckst du deine Nase immer noch in diesen alten Schinken? Hast du irgendetwas Neues daraus erfahren? Nein? Naja, vielleicht später. Du denkst wirklich nur über dieses Buch nach, was? Kein Grund, beleidigt zu sein. Das ist doch die Wahrheit, oder? Komm, lass uns etwas zu essen suchen. Zumindest ein paar Kartoffeln. Ja, okay. Ich renne jetzt einfach mal denselben Weg, den der Doc gegangen ist. Tja, was erwartest du denn, als wir das letzte Mal hier gesucht haben, haben wir auch nichts gefunden. Der einzige Ort, wo du ein Gemüsebeet findest, ist dein Buch. Wie auch immer, wenn wir Zeit zum Quatschen haben, dann können wir auch nach Kartoffeln suchen. Sag nicht, dass du vergessen hast, wie es geht. Erhalte Feldfrüchte und andere Objekte A-Knopf. Einfach verschwunden. Oh, wie es aussieht, hast du eine gefunden. Natürlich ist das eine Kartoffel. Etwas anderes gibt es hier auch nicht. Ich suche mal weiter. Ich kann hier sonst nichts mehr einsammeln. Doch, warum kann ich denn das nicht einsammeln? Ah, ich muss mich anders hinstellen. Okay. Was wirst du denn so sauer? Jetzt beruhig dich mal. Tomate, Kohl, Karotte, nie gehört. Ist das Gemüse, über das du in deinem Buch gelesen hast? Ich sag's dir nur ungern, aber das sind Märchen. Sei realistisch, Kumpel. Hier gibt es nur Kartoffeln. Warum nennt sie mich Kumpel? Jetzt reiß dich zusammen, wir müssen mehr Essen für deine Mutter finden. Wo schaust du hin? Ich sehe überhaupt nichts. Alles klar, Melody, das Buch lässt sich schon Dinge sehen. Erntegeister? Du meinst diese Geister, die beim Pflanzenanbau helfen? Wenn es Erntegeister wirklich gibt, dann können wir endlich an anderes Gemüse kommen. Welch ein Anblick, ich habe dich noch nie so aufgeregt gesehen. Ich renne mal hinterher. Ich muss gleich mal gucken, ob ich den Sound leiser kriege. Das ist ja schon sehr laut. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich richtig hört. Hast du wirklich einen gefunden? Schon gut. Also schön, ihm nach. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz auf Start. Kann ich nicht gehen. Auf Minus auch nicht. Ja gut, ich kann erstmal nicht ins Menü gehen, um die Musik leiser zu machen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es hier sowas gibt. Ja, das sieht mir nach einem Brunnen aus. Hat wohl jemand vor langer Zeit verwendet. Das Komische von vorhin ist neben dem Brunnen. Was sagst du? Ehrlich, ich sehe gar nichts. Wenn du zu dicht rangehst, entwischt es bestimmt, weißt du? Es sieht sich die Eicheln an, sagst du? Vielleicht hat es Hunger. Warum schnappst du dir nicht drei Eicheln und gibst sie ihm? In der Zwischenzeit behalte ich den Brunnen im Auge. Ja, dann mach das. Ich muss mich oben hinstellen, weil... Oh, doch nicht, weil ich habe
immer Probleme gehabt, von der Seite die Sachen einzusammeln. Er hat dir etwas gegeben. Sie sehen wie schwarze Perlen aus. Ah, ich verstehe. Das müssen irgendwelche Samen sein. Stell dir nur vor, etwas so Kleines kann zu etwas so Großem wie eine Kartoffel werden. Unvorstellbar. Warum versuchen wir nicht, die Samen selbst zu ziehen? Dann werden wir sehen, ob dieses alte Buch die Wahrheit sagt oder nicht. Du hast dir die ganze Mühe gemacht, Hilfsmittel zur Saatzucht herzustellen. Wann genau hast du das gemacht? Naja, das überrascht mich nicht. Also schön, wir werden versuchen, damit deine Samen zu züchten. Auf zu deinem Schuppen! Du hast eine Hacke, toll. Dann suchen wir uns ein paar Felder, auf denen Kartoffeln wachsen. Na gut, mal sehen, was dein schlaues Buch dazu sagt. Um eine Saat aufzuziehen, muss man zuerst das Feld bestellen. Markiere Felder und drücke A-Knopf. Habe ich das schon in der Hand? Aha, okay. Na, das sieht doch ganz gut aus. Als nächstes setzen wir die Samen ein. Sehe Samen auf bestellten Feldern A-Knopf. Wähle Samen aus L- und R-Taste. Jetzt brauchen wir etwas Wasser. Oh, ich zeig dir, wo du es herbekommst. Zuerst brauchst du natürlich eine Gießkanne. Geh zum Schuppen neben deinem Haus und nimm dir eine Gießkanne. Hole danach etwas Wasser aus dem Brunnen. Hole Wasser an einem Brunnen A-Knopf. Machen wir. Alles klar, eine letzte Sache noch. Du musst jetzt nur noch Wasser auf die Samen gießen. Gieße die Samen A-Knopf, ist deine Gießkanne leer, füll sie wieder auf. Wenn du deine Feldfrüchte nicht wässerst, sterben sie. Wässere deine Feldfrüchte, bis du sie ernten kannst. Okay. Nichts passiert. Ein bisschen länger warten, sagst du? Klar, warum nicht? Wie lange ist länger? Ich weiß, ich bin mir nur nicht sicher, ob aus Samen Gemüse wird. War es doch nur ein Märchen? Ach, Kopf hoch, Kumpel. Komm, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Du kannst nichts dafür. Morgen holen wir mehr Nahrung. Was soll's, versuchen wir es morgen. Nochmal mit dem Buch, ja? Das ist die richtige Einstellung. Oh, und denk daran, deiner Mutter diese Kartoffel zu bringen. So, wir haben jetzt 10 Minuten auf Uhr und ich werde jetzt diese Folge hier beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer MyGamingWorld81.